Mittlerweile ist New World schon eine gute Woche raus und es gibt schon die ersten Spiele, die das Level 60 bzw. das Max-Level erreicht haben. Ich habe euch jetzt in dem Video mal grob zusammengefasst, was ihr machen müsst, um die einzelnen Level recht zügig durchzuschreiten, wenn ihr das eben möchtet. Und keine Sorge, es wird kein Spoiler, ich benutze nur Videomaterial, was sehr allgemein gehalten ist. Legen wir also direkt los, Freunde. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefällt. Auf geht's. You have come to this place, lured by the promise of power and immortality. The darkness will claim you. Do you really wanna live forever? Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Wie eben im Intro schon erwähnt, möchte ich euch heute zeigen, wie ihr euch schnellstmöglichst hochleveln könnt, um eben auf direkten Wege Level 60 zu erreichen. Vorweg möchte ich aber noch erwähnen, dass ich neben meiner eigenen Erfahrung zudem selbst immer wieder auf Tipps und Hinweise der Seiten New World Guides und auch New World Fans zurückgegriffen habe und hier ebenfalls habe einfließen lassen. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos zu New World oder andere Spiele verpassen wollt, schaut gerne vom Kanal vorbei, checkt die Playlisten mal ab, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich freuen. Legen wir also los. Wir starten wie immer am Wachturm in einem Startgebiet unten am Strand. Für die ersten Level 1 bis 10 solltet ihr hier nicht nur direkt alle Werkzeuge herstellen, um wiederum direkt auf den Wegen zwischen den Quests auch ordentlich Hanf und Erze sammeln zu können, sondern auch alle Quests inklusive Nebenquests erledigen. Auf dem Weg zur Stadt habt ihr dann im besten Fall schon mindestens 40 Holz, 40 Steine und 16 Rohleder in der Tasche, um auch dort die erste Sammelquest anzunehmen und direkt abschließen zu können. Alles, was ihr an Erzen abbauen und vor allem an Hanf ernten könnt, solltet ihr unbedingt immer mitnehmen, da es später nicht nur immer mehr benötigt wird, sondern weil ihr auch beim Questen später schnell höhere Level braucht. Bis ihr also einer Fraktion beitreten könnt, macht ihr weiterhin die Tutorial- bzw. Mainquest, erntet fleißig weiter und solltet dann Level 9 bzw. 10 am Ende erreicht haben. Für die Level 10 bis 20 solltet ihr, wenn ihr es nicht schon seid, nach Windkreis reisen, weil ihr dort eben die Hauptteile der Mainquest spielen könnt und startet dort auch die Städtequest bzw. Fraktionsmissionen. Die Fraktionsmissionen wiederum geben nicht nur sehr gute Erfahrungspunkte, sondern auch Fraktionspunkte, mit denen ihr recht schnell gute Ausrüstung kaufen könnt. Also schaut immer mal wieder bei der Fraktion in den Shop. Ab Level 18 könnt ihr dann auch den Azoth-Stab ergattern und es heißt weiterhin, macht die Hauptquest und sichert euch überall die Schnellreisepunkte und besucht die Siedlung. Weiter geht es mit Level 20 bis 30. Während ihr weiterhin die Mainquest erledigt, kommt ihr dann auch zur ersten Expedition namens Amrain Ausgrabung. Allerdings braucht ihr für diese Dungeon auch einen Zugang. Diesen Zugang bekommt ihr wiederum in Quests, die euch eben dorthin führen. Ihr könnt also nicht direkt dort eintreten, sondern müsst auf jeden Fall die Quests und Nebenquests durchkauen oder könnt auch mit etwas Glück zum Eingang laufen. Dort findet ihr vielleicht schon andere Mitstreiter, die ebenfalls Kollegen suchen, um die erste Expedition zu starten. In den Expeditionen generell bekommt ihr nicht nur sehr viele Erfahrungspunkte, wenn ihr sie abschließt, sondern auch sehr gutes Loot, wenn ihr den Boss besiegt, findet es aber auch überall verteilt, wenn ihr in den Expeditionen gründlich danach sucht. Ähnliches gilt dann für die Level 30 bis 40. Wenn ihr hier weiterhin die Mainquest, Stadt- und Fraktionsmission macht, kommt ihr recht bald durch eine Quest zur nächsten Expedition namens Der zerstörte Obelisk. Auch hier solltet ihr natürlich in einer Gruppe antreten und alles genauestens erkunden, um alles an Loot zu finden. Ab Level 35 könnt ihr dann auch die ersten Portale erledigen und führt weiterhin die Welt-Events und Quests für eure Fraktion durch. Wenn ihr zusätzlich Erfahrungspunkte sammeln wollt, stellt auf den PvP-Modus um. Hier gibt es für abgeschlossene Quests nochmal ein paar Prozente mehr. Ab Level 40 bis 50 dann dringt ihr immer weiter in die schweren Gebiete und vor allem Dungeons wie die Tiefe vor, während ihr eure Hauptquests nachgeht. Auch hier gilt wieder, dass ihr das Dungeon so gut es geht farmen solltet. Wie auch vorhin schon erwähnt, könnt ihr mir wieder zu dem Eingang des Dungeons zurückkehren, mit der Hoffnung, dass es dort weitere Spieler gibt mit einem Schlüssel, die eben auch Unterstützung suchen, den ihr euch dann anschließen könnt. Ansonsten noch ein kleiner Tipp, die Quests und die Events im Gebiet und stete Küste bringen auch besonders viel Punkte, vor allem durch immer wiederkehrende Mobs und zudem sehr gutes Loot. In der letzten Stufe, bei Level 50 bis 60, wird es dann spannend. Um schnell voranzukommen, solltet ihr im Gebiet Große Spalte auf Gegnerjagd gehen. Denn dort wimmelt es nur noch so von Mobs, die euch Erfahrung bringen wollen. Natürlich bekommt ihr durch die Quest auch die nächste Expedition namens Schiffswerk der Dynastie. Ebenso sind aber auch Weltevents und Fraktionsquests gute XP-Bringer. Ab Level 50 bzw. 57 könnt ihr auch dann zusätzlich endlich an einer Invasion oder auch Krieg teilnehmen. Ebenso bekämpft ihr, wenn ihr das wollt, durch die Quest ab Level 57 in der Arena der Ahnenwächter den Spriggan und kassiert neben den Erfahrungspunkten auch noch fettes Loot ab.
Okay, Freunde, das war im Kurzdurchschritt die Hauptpunkte, die ihr in den einzelnen Levelstufen auf jeden Fall berücksichtigen solltet, um kontinuierlich nach oben zu leveln, beziehungsweise je nachdem, wie schnell ihr es eben machen wollt, auf das Höchstlevel aktuell 60 zu kommen. Gebt mir auch gerne mal Feedback, vielleicht habt ihr noch bessere Ideen, noch ein paar andere Anhaltspunkte, die sehr viele Erfahrungspunkte bringen könnten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, macht's gut, ciao.